Ja, hi und willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Entschuldigung, in der letzten Folge sind wir mit dem Zug gefahren und wollten auf dem Weg zu unserer nächsten Mission schon mal hier gehen. Und ja, ist natürlich was passiert. Shinra kam uns dazwischen und ja, jetzt müssen wir hier zu Fuß die Bahngleise entlang laufen und mit Plan E weitermachen. Und Gott. Und ja, und zu Fuß zu Reaktor 5 hinlatschen, um den in die Luft zu jagen. Und ja, wird schon. Ich will erkunden. Ich hasse es, wenn andere Charaktere in Rollenspielen irgendwie einen davon abhalten zu erkunden. Good luck. Ich gucke irgendwie, ob da irgendwie so Easter Eggs oder so versteckt sind. Keine Ahnung. Stan hat den richtigen Riecher. Die Schnauze von Stan zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Okay. Ich dachte, als er im letzten Part von Köter geredet hat, hat er mich gemeint. Aber okay. Na, Leute. Das mache ich. Von S. Was seid ihr anfällig? Eis. Ja, gegen euch brauche ich da nicht. Ich habe mal für Charakteren die Steuerung ja so geändert, damit ich jetzt auch. Hey, warte mal. Das war ein gutes Training. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Muss ich mal im nächsten Kampf ausprobieren. Okay. Was ist das? Nicht gerade ein Land. Ist das ein ganzes Nest? Ja, die Tiere in der Platte gedeihen und mutieren prächtig. Dank Marco. Daran ist das Marco schuld? Ja, also besser als ein Shinra. Alles wird direkt zurück nach Shinra. Deine Welt ist beneidenswert simpel. Gefällt dir? Du bist herzlich willkommen. Ich denke drüber nach. Ja gut, Cloud. Leute haben mal nicht gedacht, irgendwie Insektenbekämpfung zu machen. So, ich habe mal hier entdeckt. Na, wenn ich jetzt R2 und L2 drücke, dann kann ich die ihre Angriffe auf Kommando machen. Das ist genau wie in Tales of spielen. Nur Problem ist, ich benutze das nie da. Also hoffe ich, dass ich mir halt hier irgendwie an gewöhnen kann, hoffentlich. So, Materia-Stufe gestiegen. So, Mutangriff. Oh, okay. Ist ja kaputt gegangen dadurch, Mann. So, welche Materie ist aufgestiegen? Also nicht. Oh, Analyse, oder? Ja, aber Analyse brauche ich die ganze Zeit. Ja, ich glaube mal, Analyse ist hochgestiegen, ne? Aber Analyse brauche ich leider immer. Kann ich nicht rausnehmen, wenn ich sie maximiert habe. Warte mal. Ich habe aber jetzt nicht eine doppelte davon bekommen, oder? Weil im Original war es so, wenn man ein Materia voll gelevelt hat, dann hat man irgendwie eine zweite auf alle Gegner anwenden. Oh, cool. Wir haben nämlich eine zweite Materia bekommen auf Level 1 wieder. Also wenn ich jetzt hier Analyse maximiert hätte, dann hätte ich noch mal eine bekommen im Original, die dann auf Level 1 gewesen wäre. Das gleiche ist bei allen anderen so. Ich habe ich analysiert. Nehmen wir mal tiefer. Dann setzt sie ihre Dingens ein. Ich wusste es. Analyse zum Schockphänomen.
war freck, ja. Ich wusste, wenn ich ja auf die Schwächen gehe und wenn ich die so analysiere und so, dass ich dann irgendwann Sachen erledige. Da, ich habe schon wieder was erledigt. Guck mal. Ich weiß zwar immer noch nicht genau. Ich verstehe immer noch nicht genau das, aber irgendwann werde ich es ja wohl schon irgendwie bekommen. So, wo geht es jetzt weiter? Hallo? Ja. Na, weg damit. Wer braucht denn sowas, ey? Ist das verkacktes Terrarium oder was? Oh, da ist ein dickes. Er ist riesig. Boom. So. Oh Gott, wir sind alle irgendwie voll geschwächt sich gerade. So, lass mal Chakra ein. So. Ich habe keine Dingens. Jetzt habe ich. So, erstmal heilen, würde ich sagen. Ja, mich. Ich sollte echt irgendwie darauf achten, irgendwie. Oh Gott. So, Analyse. So, wirksam ist Eis. So, Barrett. Hast du nicht auch? Nee. Dann übernimm. Dann gehen wir mal wieder auf Eisangriffe, ja. Alter, du hast den nicht. Du hast nicht auf den gezielt. Ja, aber gut, habt ihr den gesehen? Habt ihr schon abonniert? So, jetzt mache ich den hier. Barrett. Ich sollte Barrett doch mal Barriere einsetzen, weiß ich nicht. Ja, geht schon, ne? Na, was ist denn diese blöde Ausweichangriffe? Irgendwie kann ich damit nichts ausweichen, habe ich so ein Gefühl. Tut mir irgendeine Zustandswendung, ja. Packen. Ist das? Da machen wir mal Overkill hier. Salto. Boom. Okay. So, heil. Jetzt mal hier eine Runde heilen, ne? Das war kleiner Nebenboss so zwischendurch. Okay, dann mal weiter. Ich glaube, wir hätten den auch ignorieren können. Wir hätten einfach hier so vorbeilaufen können, ne? So einfach so bzzup. Dann haben wir durchgekommen, oder? Egal, Erfahrungspunkte und so. Level up. Ich glaube, irgendjemand hat ein Level up gerade bekommen, ne? BP 6 Stück Barrels? Weiß ich nicht. 6 Stück genug. Hier kann man sich jedenfalls heilen wieder. Phoenix wieder, 3 Stück. Erstmal hinsetzen. Wie sich so absolut geschillt da einfach hinsetzt, so boah, ich habe keine Lust mehr auf irgendwas. In der Rest meiner Gruppe, die stehen einfach nur so heute noch. Noch ein bisschen. Hier war der Schnauze nach. Ziemlich gut getroffen. Allerdings ein Meisterwerk. Genauso hässlich wie das Original. Robert.
Moment mal. Shinra versucht wohl doch sie loszuwerden. Aber ziemlich hart. Warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt? Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Hat doch alles keinen Sinn. Okay. Hallo, wir sind ja nur so auf der Durchreise, ne? Nee. Barrett hat wahrscheinlich so direkt gesagt, wir müssen mal töten, die ganze Shinra. Wo die nichts gemacht haben. So, ich bin mir ziemlich sicher, du bist neu. Ah! Wohl vielleicht noch nicht. Wirksam Feuer, was? Für aus... Ah, ah. Barrett, du hast Feuer, ne? Da, oh, ja. So. Nein, falscher Angriff. Ah. Ist das? Ich will einfach den seinen Tank an oder wird. Keine Ahnung. Will sich einfach auflösen. Okay, warum fahren denn auf einmal so viele Züge? Weg euch ab. Okay, Medaille. Hm, wir sind noch mehr. Heiltrank. Und wieder eine Runde heilen, bevor ich es vergesse. Er geht manchmal irgendwie voll schnell. Du denkst immer, du hast noch voll viel AP übrig oder so. Dieser Gefühl ist irgendwie mehr so ein Ausdauerkampf als, weiß ich nicht. So Management in AP und so. Irgendwann gehen dir halt die AP aus, ne? Wenn so viele Kämpfe hintereinander machst. Kommt mir halt so vor. Ist das, ich kann schon wieder nicht erkunden. So, wo sind wir denn gerade? Auf dem richtigen Weg. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann gibt's einen Geheimgang. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avalon. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir. Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Noch einen Ort, den man nicht sehen kann. Leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden. Und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Wir werden sofort den Testrobotern-Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Ja, ich glaube, ich weiß, was das für ein Roboter sein wird. Wenn meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja. 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 Warum ist dieser Typ so badass? Ich habe den nicht so badass in Erinnerung. Er war irgendwie so eine Lachnummer, glaube ich. Also in den Szenen, in denen er vorkam. Da kam jetzt schon irgendwie in mehr Szenen vor als im ganzen Original. Aber ja. Na gut, da ist schon wieder eine Dingens. Kleine Ecke. Zum Gucken. Was ist das? Noch so ein Köter. Wir sind also noch auf dem richtigen Weg. Ja, da links, alles klar. Okay, ich gehe nach rechts. Aber. Bird so. Oh, aber. Der Hund. So. Ich weiß nicht, warum ich immer noch versuche, irgendwie alles kaputt zu machen. Irgendwie sind ein bisschen offensichtlich, weil ich hier Stein kaum halt nicht. Lederschutzreif. Zeig mal. Was ist denn das? Das war ganz Neues.
Okay, das ist genauso wie das hier, nur halt viel besser. Bürger für ein bisschen Eigenproduktion erstellt. So, wir werden zwei Materien haben. Ich glaube, das ist so. Was für eine Materie habe ich denn noch nicht ausgerüstet? Diesen Ausweich rund um den Schlag? Doch, den habe ich den Barrett ausgerüstet. Okay, dann kann ich Barrett irgendwas anderes geben, glaube ich. Wer ist denn der tankigste hier von uns? Physische Abwehr 46, 44. Vitalität. Er, ne? Okay, jetzt hat er aber auch erst. Okay, magische geht dadurch voll runter. Egal. Du bekommst dann wiederbleiben zum Leveln einfach nur. Und also nicht. Ich hätte ja schon eher das hier, aber ich glaube, für Dings wird das nichts. Mehr ein kombinierbar, maximal TP plus 100%. Okay. Nee, Analyse lassen wir bei ihm. Soll ich Barrett mehr HP geben? Ja, ne. Gib mal Barrett mehr HP, dann kriegt Cloud den Rundumschlag. So, du kriegst TP-Wurst. Ja, dann bist du unser Tanky-Man hier. Das ist so die Sache in Final Fantasy 7. Irgendwie, du kannst nicht wirklich irgendjemand so eine Rolle zu. Das ist eigentlich in den meisten Final Fantasy-Spielen. In späteren, da gibt es meistens irgendwie Charaktere, die bestimmte Rollen haben. Aber in den meisten Final Fantasy ist es immer so, jeder Charakter kann irgendwie alles machen, außer du hast irgendwie so Spiele, wo Gott, wo jeder Charakter eine eigene festgelegte Rolle hat. Schwarzmagier, Weißmagier und so. Also zum magischen Angreifen und Heilen. So wie in Final Fantasy 4. Oder dann hast du auch irgendwie Spiele, da kannst du irgendwie jeden Charakter irgendwie verschiedene Jobs geben. Die können dann zu jeder Klasse wechseln, wie in Final Fantasy 5. Also irgendwie Final Fantasy Teile, wo jeder Charakter irgendwie alles ausrüsten kann und alles irgendwie lernen kann und so. Die haben dann so minimale Unterschiede in den Werten, die du auf den ersten Blick nicht siehst. So, weil das ist irgendwie das meiste in Final Fantasy 6, 7, 8 mehr oder weniger 1, 2 und 3 hatten all das. Das heißt, es gibt eigentlich die irgendwie Charaktere, die irgendwie bestimmte Rollen haben, in den meisten Fällen. Außer das Spiel hat so eindeutige Rollen. Das ist so ein Element, das ich schon nie so gut fand, ehrlich gesagt. Ich habe es irgendwie lieber, wenn Charaktere feste Rollen haben und so. Wie ein Octopath Traveler oder so. Wenn Tales aufspielen. Das hat auch so ein bisschen mehr. Aber egal, ich habe es überhaupt nicht richtig zugehört, was die gesagt haben. Ich glaube, der hat sich über den Hund beschwert. Als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Wie Barretts Lösung immer direkt erst ist, alles kaputt zu machen. Dann hat neue Gegner. Alt. Ja, worauf ich hinaus will, ist Final Fantasy 7 kannst du auch mit jedem Charakter eigentlich alles machen. Du kannst ihnen jeden Zauber geben. Weiß ich nicht. Magie. Einige Charaktere sind mehr so magisch ausgelegt, aber so einen unglaublichen Unterschied wird das jetzt nicht machen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich meine, du könntest. Letztendlich ist es irgendwie egal, ob du normal angreifst oder Magie einsetzt. Du nimmst einfach immer das, was am meisten Schaden macht und ja. Letztendlich kann jeder, ist jeder ein Angreifer und jeder ist irgendwie ein Magier zur gleichen Zeit. Also ist ein bisschen komisch ausgelegt. Oh, ja, glaubst du? Ich analysiere euch jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich alle analysiert habe. Kann ich euch? Wie kann ich denn alle analysieren? Ich dachte, er wäre jetzt freigeschaltet irgendwie.
Wandgard ist Raketenwerfer. Ich will mal noch mal eine Ladung. Vielleicht kann ich dann alle anvisieren. Ob ich schon wieder fast tot bin. Na, irgendwie kann ich nicht alle anvisieren. Doch, ich habe alle anvisiert. Cool. So, Feuer, Blitz. Na, ich muss mich mal kurz hier entspannen. Raketenwerfer. Ja, ja, bitte. Wir schon wieder fast tot sind. Gott, Hilfe, Hilfe. Heilen, heilen. Oh Gott. Wow. So. Das Ding gehört. So, das ist effektiv gegen die, ne? Das ist effektiv gegen dich. Ich bin schon wieder leicht tot. Aua. Leute. So, warte mal. Nein, nicht du. Wie kann ich dich? Jetzt glaube ich sowieso nur auf einen los, aber was soll's. Kreuz hier. Doch, ich habe alle getroffen. Cool. Cool. So ein ganz gerade Limit, ey. Ja, Alter. Da gehen wir mal so schnell, ey. Passt da einen Moment nicht auf, wir sind schon wieder alle tot, ey. Warum klingen die immer so, als hätten die irgendwie, weiß nicht, so einen Helm auf oder so? Hören sich irgendwie nicht weit weg an, die hören sich einfach nur so, als hätten sie irgendwie einen Helm auf. Plan E läuft wie am Schnürchen, was? Oder ja. Ist unser Herr Soldat der anderer Meinung? Der Plan stammt von Bix, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Ne. Das Bix die besten Pläne hat. Nicht wahr? Kann ich verstehen. Aber der Plan ist irgendwie nicht so Barretts Stärke, ne? So, warte mal hier. Komm da jetzt hier so ein Raum zum Ausruhen am besten. Ich dachte, dieser Abschnitt liegt still. Ah, sehr gut. Ich höre irgendwo Musik. Okay, das kommt aber nicht aus dem Original, glaube ich. So, haben wir hier was Neues? Nö. Ja, sowas sollte ich mir vielleicht mal holen, so eine Schutzweste oder irgendwie sowas, ne? Ist wahrscheinlich besser als hier so eine Anti-Gift-Dingens, also ja. Die gehen wir vielleicht Barrett. Das hat das Cloud ausgerüstet. Magiewert, Willenskraft. So, haben wir irgendwas Neues hier? Ausweichumschlag, Toxin. Giftmagie, das ist doch mal nicht schlecht. Dann können wir ja mal hier jemanden Gifte Magie geben. Nur wen, ne? Was ist mit dir? Glut, behandeln, Wiederbeleben, Barriere. Wiederbeleben werden wir aber wahrscheinlich nicht für eine ganze Weile brauchen. So, du kriegst jetzt erstmal hier die Schutzweste. Für 2 mehr Punkte. Wenn ich jetzt noch einen Punkt mehr hätte, ne? Wir haben eine Menge Phönixfedern, oder? Komm. So, irgendwo wollte ich noch machen. Keine Ahnung. So, heilen. Natürlich machen. So, und hier liegt noch. Wenn das jetzt Toxin ist, ne? Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt Toxin ist, ne? Ich habe ganz vergessen. Boah, ehrlich, so geraged, ne? So, ich habe Angst, was jetzt als nächstes hier kommt.
Die haben gesagt, die haben mir so einen Roboter fertig gemacht und ich weiß, dass hier bald ein Bosskampf kommt aus dem Original. Also, wenn es geht, würde ich das noch, weiß ich nicht, vor mir aufschieben. Ah, gucken, wie es hier weitergeht. Wie sieht das Gebiet hier aus? Nee, hier sieht noch so aus, als wäre noch was. Hi, na? Was bist du anfällig? Feuer. Nein, Barrett. Du haust mich. Mach das nicht, Mann. Ist das? Boom. So. Alles klar. Haben gerade Pause gemacht, wir haben die Folge gestört. So. Pass doch auf die Tische auf, Leute. Ich habe gerade zwei von denen kaputt gehauen. Nein, ich will noch nicht da runter. Hier kann ich nicht. Boah. Also ich würde schon erkennen, wann der Boss kommen würde, wenn das der Boss ist. Oh. Oh, da sieht aus, als wäre das ein Boss. Er ist aber nicht der Boss, den ich gedacht hätte. Aber der ist definitiv auch jetzt ein Boss, ne? Pass auf. Schreiben wir uns hier alle hoch, ne? Sind ja so MP-Dinger noch drin, bitte? Nein, danke. Na, ja, warte. Das ist doch ein Roboter da, ne? Pass auf. Vielleicht hier. Oh Gott, das ist ein Boss. Pass auf. Entdeckung. Nein, du hast gesagt Entdeckung. Das war sein, weiß ich nicht, sein Startcode. Keine Ahnung. Das stand nicht im Plan. Verdammt harte Nuss. Was sollen wir tun? Zielt auf die Beine. Wir stürzen ihn. Cremator. Okay. Ich habe letztens, als ich diesen Einbosskampf gemacht habe gegen diesen Skorpionviech, gemerkt, dass ich die Beine hätte angreifen können. Mir hätte vielleicht etwas einfacher machen zu können. Habe ich irgendwie verpasst. Diesmal habe ich eigentlich meine Augen darauf. Blitz. Jetzt einfach den seine Beine kaputt. Könnt mich nicht aufhalten. Ich lenke ihn auf mich. Greift ihn an. So, soll ich mich hier verstecken? Dann geschieht er nicht mehr auf mich. Boom. Oh, beschwören. Was? Da ist was gekommen. Das sind Drohnen. Dann lass mich mal ran. Ja. Heute bist du mit einem Schlag kaputt, das wäre gut. Und ich verpiss mich. Aha. So. Ah, muss ich ATB-Balken haben? Keine Ahnung. So, die sind weg. Jetzt mache ich den hier. Ifrit! Altes Haus! Komm mal und hilf!
Aua. Hat irgendwie nicht so gebracht, glaube ich. Das Bein. Jawohl. Oh Gott, da kommt Ifrit. So Beschwörungsmaterien eigentlich auch hochleveln, so wie im alten Teil. Im alten Teil, im Original meine ich. Aber ich habe keine MP. So, mach mal Feuerbrunst auf den, auf das linke Bein, wenn es geht. Oh geil. Wir haben noch keinen Blitz. So, deine Beine sind jetzt alle weg, Kollege. Mach Feuerbots da drauf. Wir werden dem voll geben. Dann geh du mal zur nächsten Phase. Er führt es gleich mit seinen Dings ran. Sein super Angriff, glaube ich. Komm, Ifrit, gib ihn. Meteorensturm. Oh, wäre jetzt voll geil, wenn er tot wäre. Nein, der ist noch am Leben. Da, ja, 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 ja. Oh, ich wurde geheilt. Der hat mich geheilt, danke. So, Barrett. Weil er hat Geschütze dahin geballert. Oh Gott, was passiert hier? Oh, die Schienen, die machen Schaden, oder? Weg von den Schienen! Okay, das war cool. Er jagt Strom durch die Schienen. Hab ich gesehen. Noch tiefer, weiß ich nicht. Warte mal, die Schütze haben wir gar nicht analysiert, oder? Mal gar nicht analysieren. Ja, 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 ja. Ja, ich will mal den Angriff einsetzen. Dagegen. Ja, hat viel gebracht. Ich glaube, so hätte ich letztens den Kampf gegen dieses eine Viech hätte machen sollen, ne? Da, da, da. Ich komme nicht raus. Dann düse ich einfach durch dich durch. Ich komme nicht raus. Dieser Fisser. Ich komme nicht raus, Kollege. Gott. Ja. Warte mal, kannst du Chakra auf mich einsetzen? So, du komm mal her, ey. Kannst du mich doch nicht einfach einsperren. Du hast gar nichts im Schaden gemacht. Geil. So, komm mal her. Ja, jetzt Blitz noch. Würde ich noch gern kaputt hauen. Zerstören wir die Panzerung. Warum kann ich keinen Blitz einsetzen? Oh, so, alles kaputt. So, Barrett, mach. Weiß ich nicht. Schockschuss. Müsste ja geschockt sein, oder? Nein. Gott. So, kannst du auch Heiltränke auf mich einsetzen? Hilfe! Ich bin leider geschockt. Er hat mich schon wieder eingesperrt, glaube ich. So, und jetzt Schwertsturm und tschüss. Gott. Oh, hier. Schlagringel. Keine Ahnung. Weiter. Ja, hier lang.
Explosion einfach ignoriert. Okay, da war ein cooler Effekt. Wie bedauerlich. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf. Nein, nicht schon wieder ein Bericht, du Idiot. Dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen. Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Diese Unruhestifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja, selbstverständlich, Herr Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich zu Leuten, die mir nützen. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Gott. Ich wollte eigentlich zum Heilen zurückgehen. Aber okay. Gut, ich würde sagen, ich beende den Part hier und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Lasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Um den Kanal weiterzuhelfen, das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Zikowski.